Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Dictators No Peace. Ja, ihr habt es euch gewünscht und hier ist es auch. Ich habe in der Zwischenzeit neu angefangen und ich habe auch ziemlich viel Geld gesammelt, wie ihr gleich sehen könnt. Ihr wünscht euch mehr Folgen davon. Ich verstehe noch nicht ganz, wie man da so lange spielen kann. Ich finde, man könnte das Spiel in so 1 bis 2 Stunden locker durchgespielt haben. Ihr seht, ich habe 1 Million Gold. Kein Hack, kein Cheat, kein sonst was. Mein Militär ist auch auf der höchsten Stufe. Und ich gehe mal hier auf die Satellitenansicht. Da kann man nämlich weiter rauszoomen. Das habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Ich habe mal in der Zwischenzeit alle Länder aufgedeckt. Und ihr seht auch, ich habe Geld gesammelt. Eine ganze Menge Geld. Und ich will jetzt vielleicht so 10 Minuten dafür verwenden, euch so zeigen, wie ich das gemacht habe. Also, holen wir erstmal unser Handelsschiff her. Und das buggt gerade ein bisschen, aber egal. Also, ich gehe mal in die Satellitenansicht. Wir haben hier die Häfen. Da kann man Sachen kaufen und verkaufen. Und die Sachen, die verkauft werden, die werden immer hier verkauft. Zum Beispiel Wolle, Parfüm und Statuen kann man immer in Deutschland verkaufen. Hier haben wir zum Beispiel Spanien, Italien. Da fahren wir mal kurz hin. Die verkaufen auch Sachen. Und hier kann man auch Reis und Seide immer verkaufen. Und wenn man sich das merkt oder aufschreibt, was die Länder brauchen, dann kriegt man ziemlich schnell ziemlich viel Geld. Hier haben wir zum Beispiel Kaffeebohnen für 90. Da mache ich schnell mal meine Fracht voll, 1000 Stück. Und wenn ich recht überlege, Kaffeebohnen werden in Australien gebraucht. Und zwar immer. Also ihr könnt es euch einfach merken oder aufschreiben. Dann gehe ich mal auf Verkaufen und ihr seht, Kaffeebohnen kann man für 100 verkaufen. Ich habe es nur für 90 gekauft. Damit haben wir 10.000 an Gewinn gemacht. Und das macht man die ganze Zeit so. Hier kostet alles 100. Das lohnt sich dann natürlich nicht. Dann fahren wir mal nach Indonesien. Na komm schon. Cashewnüsse gibt es hier. Okay, kaufe ich alles. So, und die Cashewnüsse waren, glaube ich, für China. Also es gibt viele Märkte hier. Und nein, es war nicht China. Dann gucken wir mal in Indien. Es gibt, glaube ich, 17 Länder, die diese Häfen haben, diese Märkte. Und hier war es auch nicht, okay. Dann vielleicht Südkorea. Fahren wir da mal hin. Gewürze können wir auf jeden Fall verkaufen. Ja, Cashewnüsse für 100. Ich habe nur 80 bezahlt. Das heißt, wir haben 20.000 Gewinn gemacht. Und hier haben wir nochmal Gewürze. Da bin ich ganz sicher, die werden in China gebraucht. Da. So, da lohnt sich's nicht, also fahren wir mal vielleicht nach Japan. Da lohnt sich's auch nicht. Dann fahren wir mal nach Neuseeland. Und das macht man einfach so eine halbe Stunde lang, bis man knapp 110.000 Münzen hat oder so. Dann kann man schon das Militär auf die höchste Stufe bringen, also das lohnt sich auf jeden Fall. So, da kommt das Boot. Ja, lohnt sich auch nicht. Dann gehen wir mal hier hin. Honig kann man hier kaufen. Für nur 90. Ich glaube, das war Indien, oder?
Ja, Indien war es. Also schreibt euch einfach alles auf, was in einem Land gebraucht wird. Und dann könnt ihr das ganz einfach machen. So, hier kann man auch nichts verkaufen. Dann gehen wir mal nach Spanien. Hier gibt es Kühe. Kühe werden, glaube ich, in Somalia gebraucht. Ja, Kühe. Und falls ihr euch jetzt fragt, woher ich die ganzen Länder habe, geht einfach mal aufs Fragezeichen und dann einmal auf Handel und Wohnwagen. Geht weiter nach unten und da stehen die 17 Länder drauf. Also Südafrika, Somalia, Argentinien, Brasilien, USA und so weiter und so fort. Und wenn ihr das alles habt, dann könnt ihr euer Militär aufbauen. Meins ist schon next. Das heißt, ich werde jetzt auch anfangen, ein paar Länder anzugreifen. Erstmal natürlich die Nachbarstaaten attackieren. Niederlande übernehmen wir gleich. Und da gibt es ein paar Explosionen. Mein Militär geht ein bisschen drauf, aber die Gegner haben natürlich keine Chance. Und das macht man einfach die ganze Zeit, bis es halt kein freies Land mehr gibt. So, da habe ich den Krieg gewonnen. Ja, das Land gehört jetzt Deutschland. Und dann natürlich hier alles auf höchste Stufe bringen. Und hier auch alles erhöhen auf die maximale Stufe. So, dann. Nein. Einmal hierhin. Wieder alles auf Maximum machen. Kostet einiges. Lohnt sich aber auch. So, dann haben wir hier auch fast alles. Und das noch. Und dann greifen wir mal Belgien an. Der Zoom ist immer noch ein bisschen schwer. Und es dauert natürlich eine Weile, aber am Ende werdet ihr auf jeden Fall immer gewinnen. So, ich glaube, wir greifen auch gleich Frankreich an. Da ist die Sache nämlich ein bisschen anders. Oh, haben wir gewonnen. Da ist die Marine und so weiter auch auf fast 100. Da sind Rebellen ganz nützlich, die kann man nämlich auch dann verbessern. So, erhöhen wir mal alles, damit wir mehr Gold bekommen. Und auch das lokale Militär erhöhen. Und dann greifen wir auch gleich Frankreich an. So. Irgendwas haben wir noch nicht. Ach, das. Kriegspanzer. Ich will nämlich nicht nochmal verlieren. So, und dann noch die Luftwaffe. Einfach alles auf maximale Stufe. So, und jetzt gehen wir mal zu den Rebellen. Erhöhen wir mal alles. Und dann greifen wir auch Frankreich an. Dann haben wir auch die Rebellen, die helfen uns dann, damit wir den Krieg auf jeden Fall gewinnen. Und es dauert jetzt einfach eine Weile. Auf beiden Seiten haben wir natürlich massive Verluste, aber wir werden auf jeden Fall gewinnen.
Einige Explosionen gibt's auch. So, die Rebellen haben schon alles verloren, was sie hatten. Das Militär geht runter und dann haben wir auch gewonnen. Wir haben Frankreich besiegt. Wir haben alles weggenommen, was sie hatten. Und dann erhöhen wir überall die Produktion, damit wir noch schneller Geld bekommen. Und dann erhöhen wir nochmal hier die Armee. Ich weiß noch nicht genau, wofür man das braucht, aber es kann ja nicht schaden. So, damit hätten wir auch Frankreich. Luxemburg kann man nicht angreifen, scheinbar. Keine Ahnung. Dann machen wir nochmal schnell unser Militär wieder flott. Dann würde ich auch gerne mal Spanien angreifen. Ich würde nämlich gern wissen, was dann mit dem Hafen passiert. So, da haben wir natürlich massive Verluste. Wir haben so gut wie alles verloren. Aber das ist ja alles schnell wieder drin. So, dann Spanien. Da gibt es auch die Rebellen. Und dann greifen wir mal Spanien an. Und übernehmen so langsam ganz Europa. Ich fahre mal schon mal zum Hafen von Spanien. Mit meinem Schiff. Schade, dass es nicht sowas wie ein schnellen Vorwärts, so eine Vorspulen-Möglichkeit gibt. Damit man einfach so über den Krieg schnell drüber gehen kann. Aber gibt's leider nicht. Deshalb müssen wir einfach ein bisschen warten. Spanien. Juhu. Was ist denn da los? Ach, die Rebellen kämpfen dagegen an. Na dann, müssen wir das natürlich niederschlagen. Dafür brauchen wir das lokale Militär. Dass die Rebellen vernichtet. Schön. Dann erhöhen wir mal hier alles. Ja. Gut, dann erhöhen wir mal noch das hier. Und hier nochmal das lokale Militär. Dafür braucht man es also. Also wäre es nötig, alles auf höchster Stufe zu haben. Okay, an dem Hafen hat sich dann scheinbar nichts verändert. Dann kann man hier einfach weiter nutzen. Das ist gut. Dann greifen wir mal Portugal an. Oh nein, nein, oh nein, nein, ich hab's vergessen. Ja, ich weiß, ich habe den Krieg verloren. Ich habe vergessen, alles hier auf höchste Stufe zu packen. Und dann habe ich natürlich noch mehr Verlust gemacht. Ihr seht, meine 1 Million Münzen, die sind alle schon weg. Ich habe knapp ein Drittel noch übrig. Aber greifen wir nochmal an. Ja, so kann man das Spiel eigentlich innerhalb von 1 bis 2 Stunden durchspielen. Ich würde sagen, danach greifen wir noch ein Land an. Ich würde dann vielleicht Dänemark nehmen. Und dann sammle ich in der Zwischenzeit wieder Geld. Und danach machen wir in der nächsten Folge weiter. Und ja, da haben wir gewonnen. Alles erhöhen, damit wir schneller Geld bekommen. Es hat nur 3. Okay, schade. So, und noch die Luftwaffe. Schade, dass die nicht mitkommen können in den Krieg oder so. Ja, danke, ich weiß, dass ich gewonnen habe. So, gehen wir hier nochmal durch.
Das da noch. Das da noch. Das hier und das hier. So, und dann widmen wir uns Dänemark. Und gleich haben wir es. Na komm schon, da ist kaum was übrig. Und gewonnen. Schweinezucht, medizinische Geräte und Schwermaschinenfabrik. Auch nur drei Sachen leider. Dann verbessern wir mal alles noch. Dann haben wir auch so gut wie gar keine Münzen mehr. Ja, wir haben auch kräftig Schaden bekommen an unserer Armee. So, und das war's auch. Wir haben's geschafft. Halb Europa gehört schon uns. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.